Hallo meine lieben Freizeitstrategen da draußen, herzlich willkommen zurück beim Krieg der Vergeltung Reloaded. Er ist ein bisschen größer geworden inzwischen, denn wir haben jetzt plötzlich auch noch Ärger mit diesen geschuppten Wesen. Ne? Naja, schauen wir einfach mal, ob die Situation so bleiben muss. Wir greifen jetzt hier, so wie es aussieht, bald den Zentralbereich von Nagarond an. Wir sind nicht alleine. Das Imperium ist mit von der Partie. Und wir sind auch gleichzeitig in Arabia am Start, um dort gegen die letzten Verteidiger anzugehen, die jetzt bis zum Schluss es nicht eingesehen haben, mit uns irgendeine Art von, ja, Vertrag einzugehen. Selbstschuld, sage ich an der Stelle jetzt einfach mal. Selbstschuld. Wir haben uns dort unten ebenfalls behaupten können und jetzt werden wir hier tatsächlich, ja, hintergehalten. Ich hasse es jetzt schon. Ich gebe denen hier mal die Magieresistenz und hoffe jetzt einfach mal, dass wir, das ist der Feigschwanz, meine ich, ne, dass wir das jetzt hier überstehen können. Es gibt hier auf jeden Fall einige Felsen, das ist eigentlich perfekt für einen Hinterhalt. Ist das nicht sogar, das könnte dieser standardmäßige Wald sein hier. Wir werden es gleich sehen. Ja, das ist dieser standardmäßige Bereich. Ich erkenne ihn ganz deutlich. So, Pause. Es findet jetzt der Angriff weitgehend von da statt. Die haben da Warp-Blitz-Kanonen. Ich sag einmal mal zu den Kanonen hier direkt, sie sollen das Feuer öffnen. Auf das da. Dann sag ich denen da, sie sollen sofort hier eine Kampflinie bilden. Und denen sag ich, sie sollen mal da hingehen. Und du fliegst hier so rüber und ballerst. Auch euch hier. Dich hier. Und dich hier. Schau mal, ob das hinhaut. So, eigentlich kann ich dir sogar da hinstellen. Ist vielleicht sogar fast besser. Wir sollten auf jeden Fall attackieren, keine Frage. Okay, also der wird ja schon abgeschossen. Das wollen wir natürlich so nicht haben. Wir haben eine Sache gelernt über diese miesen Kanonen. Angriff ist die beste Verteidigung. Ja, ist klar. Es scheinen hauptsächlich Artillerien zu sein, so wie es aussieht. Das ist faszinierend. Da unten kommen noch ein paar Schreckenspeere. Du gehst da noch hin. Ah, natürlich kommt da jetzt hier ein Assassine angelaufen, ist klar. Genau das, was ich nicht brauchen kann. Das ist auch ein Assassine. Sag mal, wie viele Assassinen haben die eigentlich hier unterwegs? Ah, der Typ. Der Verein hier, der nervt mich gerade eben schon echt heftig. So, na also. Nehmt die jetzt hier mal bitte auseinander. Die hauen jetzt hier endlich ab. Ihr stellt euch mal so hin. Und ihr ballert da weiterhin rein. Haltet da drauf.
Eieieiei. Da müssen ein paar hier zurückfallen. Der schießt hier noch rein. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Was ist mit dir hier? Du fightest da noch rum. Okay. Kannst du das hier schon mal direkt mal nehmen? Ihr haltet da rein. Du machst da einfach mal so weiter. Oh, die rennt schon weg, ey. Ich fass es nicht. Mhm. Der dämliche Düsterschwert-Typ da. Wer rechnet denn auch mit so einer Nummer hier? Tja, der rennt jetzt weg. Jetzt kannst du da drauf halten. Und du da drauf. Und du da drauf. Ah, diese dämlichen Hinterhalte von den Skaven, ey, die regen mich echt auf. Kannst halt echt nichts dagegen machen, ne? Mhm, komm, feuert weiter. Cool, die haben sich gesammelt. Könnte ich da hinstellen und ballern. Das ist der Trend, okay. Dass sie halt immer noch Mumm haben, wisst ihr? Eigentlich ist der Feigschwanz ja, wie der Name es sagt, feige. Aber nicht der. Nicht zu fassen, ey. Ui, sie rennen weg. Man fasst es nicht. Halt da mit drauf, da oben. Ich kann jetzt nichts daran ändern, dass der jetzt hier rumkämpft. Der miese Assassine. Ah, wie geil. Schieß da drauf, Leute, schieß da drauf. Sonst ist die Arti gleich weg. Sieht momentan eher mäßig aus. Natürlich haben sie da oben noch die Maschinengewehr-Dudes. Man gönnt sich ja sonst nichts. Ich habe keine Ahnung, was der die ganze Zeit hier verfolgt. Aber ich glaube, ich hole ihn jetzt mal hierher zurück. Mhm. Ja, da geht es meine Artillerie hier hops. Und der Junge kämpfte die ganze Zeit noch. Ich weiß nicht, ob er eine Chance hat. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ach Gott. Nee, wir verlieren wieder eine Armee. Es ist so zum Mäusemelken. Ich glaube nicht, dass er das schafft. Auch wenn er sich hier wirklich sehr, sehr tough wehrt. Und er sogar wirklich noch hier diesen Assassinen hier auseinander nimmt. Das muss man ihm lassen. Ich versuche es da einfach noch mit einzugreifen hier, dass sie beide da kämpfen. Nebeneinander. Versuche ich irgendwie noch an den ranzukommen. Wird aber, ja, fast nicht möglich, ne? Der verliert halt permanent Hitpoints. Und schafft es einfach nicht, genügend Kills zu machen hier. Die werden jetzt halt auch von allen Seiten jetzt hier beballert.
Greif mit an, komm. Wie es da auch wieder ballert, ey. Nee, die sterben jetzt gleich. Ach, Mann, ey. Aber ich sehe es trotzdem nicht ein, jetzt hier auch nur einen Meter Platz zu machen. Echt nicht. Kommen wir uns mal ein bisschen Fitness wieder zurück. Das ist halt immer noch frisch, der Junge, ne? Das muss man sich mal klar machen. Trotzdem hat er keine 300 Hitpoints mehr und es wird halt immer weniger, immer weniger, immer weniger. Ey, ohne Witz, die sind echt tough, die beiden. Ich hoffe echt, dass die unsterblich sind, weil ansonsten wäre es echt traurig. Und 8 Hitpoints, 3 und down. Er ist auch noch frisch. Und kämpft wie ein Wahnsinniger. Tja. Aber auch er wird es nicht schaffen. Er wird es leider auch nicht schaffen. Er kommt auch am Ende so auf fast 150 Kills, so wie es aussieht. Nicht ganz. Er ist zu viel rumgerannt. Ah, ist das ärgerlich. Boah, die hatten aber auch über 1200 mehr als sie. Und es war eine echt starke Skaven-Armee. Ja, wieder einmal verlieren wir einen Charakter. Schade, ihn hätte ich gerne behalten. Aber wer rechnet denn mit so einem Scheiß? Dass sie uns hier gleich wieder erwischen und überfallen. Ach, er lebt sogar noch. Der lebt sogar noch. Und seht ihr, das war direkt... Ja, nochmal ein Hinterhalt. Klar, warum auch nicht? Unter Hinterhalten machen wir es ja nicht mehr, ne? Boah. Ist schon echt mies, ey. Wie wir jetzt hier gerade eben von Hinterhalt... Ja, jetzt hat er ihn hier weggeprügelt. Super. Was uns halt leider wirklich überhaupt nichts gebracht hat. Verwundet und verwundet. Okay, die sind beide zum Glück nur verwundet. Das heißt, wir werden sie wiedersehen. Das sind beide schon Level 26er Helden. Die haben was drauf. Ich hoffe jetzt bloß, dass ich jetzt nicht irgendwie noch Items verloren habe. Ausrüstung gestohlen. Natürlich. Magische Resistenz und Schild des Ptolos. Kannst du nichts machen. Okay, ich nehme den Tribut. Geld mache ich. Ich mache so absurd viel Geld. Man sollte demnächst mal hier anfangen, mal eine Armee aufzustellen. Ich glaube, das mache ich jetzt auch mal. Ach ja, und ich wollte ja noch eine Sache machen, ne? Also mir wurde ja gesagt, ich solle hier war es, glaube ich, in Sufbar oder so. Oder in Karas a Karak. Das Ding ins Bauen, das können wir jetzt tatsächlich mal probieren, Leute. Ich bin bereit, es zu probieren. Bin bloß am Überlegen, was ich statt dafür raushaue. Das Monument des Grimnir, darum geht es mir gerade eben. Ich habe eh zu viele Runenschmiede, deswegen reiße ich jetzt das da mal ab. Und, ich glaube, das war der Ort, also es ist schon wieder ein paar Wochen her, ich habe mich gerade eben spontan daran erinnert. Dass ich mal in Karas a Karak bauen soll, um vielleicht die Möglichkeit zu bekommen, den weißen Zwerg doch noch zu bekommen. Ich persönlich glaube aber, das wird nicht klappen. Ist einfach nur so ein Gefühl. Okay, wir marschieren jetzt wieder Richtung Giftlichtung. Und werden es dieses Mal hoffentlich schaffen, den Mist da einzunehmen. Ah, die ersten Charaktere sind wieder da. Okay, ich hätte gerne wieder Kommandantin. Was hat der hier? Runde Skrimnir. Der ist scharfsinnig. Der wäre ein Taktiker. Blut der Ahnen. Ich weiß nicht, ob der gut ist, aber er wirkt so.
Oder war das einer von den Verskillten? Nee, das war sogar einer von den Guten. Okay. Ach, das Ding hat ja hier eine Seuche am Start. Ich vergaß. Und ich kann jetzt im nächsten Zug jetzt hier Einheiten dann rekrutieren. Mist! So, Durak Schwarzbart, wir haben einiges zu tun. Du bleibst erstmal nochmal hier und baust weiter Nagashisar auf. Wir könnten allerdings auch die Festung Vorak mit dir angreifen, was ich momentan eigentlich gar nicht mal so blöd finden würde. Wir brauchen allerdings mehr Einheiten dafür. Und diese Einheiten sollten nach deiner Skillung eher ganz, ganz klassisch bodenständige Kerneinheiten sein. Oder einfach noch ein bisschen mehr Artillerie. Lass es in dem Fall einfach nochmal zwei davon sein. Und einen davon und noch einen weiteren normalen Armbrustschützen. Dann können wir das nächste Runde machen und können dann die Festung Vorak hier einnehmen. Vielleicht auch noch Lamia auf lange Sicht. Todesklamm. Wäre möglicherweise der nächste gute Weg. Ja, ich glaube nicht, dass die da lange hier mit denen fighten werden. Glaube ich aber nicht. Du holst dir die Todesklamm. Das hier wird schon belagert, Kasabar. Was ich jetzt echt schade finde, weil ich hätte eigentlich ganz, ganz gerne selbst gehabt. Wir haben immer noch den Krieg hier mit den ollen Waldelfen. Ach, wir haben ja hier noch die Dingenstellung. Yikes, ich vergaß. Ach, ich vergaß doppelt. Raus aus der Nummer hier. Charakzorn muss es werden, bevor wir jetzt hier Orions Lager einnehmen können. Es ist halt echt wieder mies, ne, was hier passiert. Mit diesem Extra-Krieg, den keiner bestellt hat. Die Einheiten, ne, ich kann ja gerade eben gar keine Einheiten rekrutieren. Kann ich nicht. Okay, Eisenstachel. Bauen wir noch weiter aus. Die uralte Stadt Quintex, da sind garantiert Skaven drin, Leute, aber sowas von. My anger burns bright. Onward. I'm leaving. I suppose so. Ich bleib mal hier so im Hinterhalt stehen, auch wenn es wahrscheinlich nichts bringt. Wobei ich es hart feiern würde, wenn die Skaven da reinrennen würden. So, Ungrim. Alte Eisenfaust. Mit dir wollte ich, glaube ich, da rüber jumpen. Und den Nebelberg definitiv nehmen. Okay. Das war's. Jetzt können wir nur noch ein bisschen Diplomatie machen. Immer noch sehr gering, aber Stärke Rang 4. Wow. Ich habe eine Chance, sie zu konföderieren. Please. Ich habe keine Ahnung, warum, aber sie würden es machen. Komm, ich biete euch einfach mal 23.000. Haha, ich hab sie. Ich hab die letzten Zwerge konföderiert. Ist das geil. Ah, da oben. Ich hab's zum allerersten Mal hinbekommen. Zum allerersten Mal. Nice. Okay, jetzt muss ich erstmal gucken. Das Ding hier wird sich sowieso selbst. Was ist denn das Geiles? Die Silberhalle. Öffentliche Ordnung plus 10. Schaltet Rekrutierung Refeteien. Verlustverstärkungsrate plus 10%. Mehr Hateine. Mehr Rang für Teine, Unverdorbenheit, lokale Rekrutierung plus 2 stellt Garnison für Teine bereit. Oh, wow! Ich wusste nicht, dass es das da oben gibt. Das hier brauchen wir nicht mehr. Das hier brauchen wir hier nicht und das hier brauchen wir hier nicht. Ja, das ist jetzt hier total total bescheuerte Armee. Vengeful Rune Lord. Er geht jetzt mal hier rein. Er ist Level 13. Hat damit am meisten Erfahrung. Die Frage ist, ob er gut geskillt ist.
Ja, Mauerbrecher kann man machen. Axt, ja, der ist jetzt. Ich würde nicht sagen, dass er verskillt ist. Den behalten wir. Was ist mit dir? Dieses Resolut. Was soll denn dieses Resolut? Warum tut ihr das? Ja, der hat's auch schon. Erbfeindschaft hat er auch. Okay, also das Erste, was ich mache, ist jetzt erstmal gucken, dass ich dem jetzt hier nochmal ein paar Einheiten rüber spende. 1, 2, 3. 1. Alle Kanonen braucht eigentlich kein Mensch. Aber das gebe ich ihm auch noch. Den Rest löse ich hier auf. Wirklich, tu die komplett. Ich dachte eigentlich, ich hätte die alle ausgewählt, aber anscheinend nicht. Summon me, if you dare. So, wie sieht's hier aus? Wisdom of Valea. Ja, hau ich auch alles raus. Der ist ja Level 1, der Typ. Time for a reckoning. So, ja. Wir haben Kraka Drak tatsächlich. Ich meine, ich hätte auch noch gerne Khazid, Bord-Karak oder auch Syok Traken, aber ey, man kann nicht alles haben. Ich habe tatsächlich was konföderiert, ey. Es gibt jetzt ansonsten, glaube ich, keine Zwerge mehr. Hochland existiert noch. Wow. Tlaqua, da 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 da. Wem bist du eigentlich hier verbündet? Hast überhaupt keine Bündnisse, du letzter Verteidiger, du. Tja, der nimmt das mit dem letzten Verteidiger irgendwie zu ernst. Lady of Athel Lauren. Ich kann es mal We will versuchen, ob see das our Imperium homeland bereit exist ist, through all the coming ages of the world. denen das Bündnis abzuluxen. Das wäre jetzt eigentlich hier so mein großer Is Wunsch. it time? Be at peace, for that is all I ever want. Militärisches Bündnis brechen mit Laurelornwald. Ich gebe dir auch einen Haufen Geld. 21.000, nee, es ist ihm zu wenig. Ich will mal gucken, ob er überhaupt bereit wäre, das zu tun. Mache ich jetzt gerade eben nicht, sorry. Kann ich gerade nicht machen. Aber wir können einfach mal ein bisschen Geld ansparen. Mal gucken, was passiert. Ich finde das so geil, dass wir jetzt hier Krakatrak haben. Also diese Teinhalle ist nice. Sie ist nicht geil, aber nice. Muss man sagen. Verlustverstärkungsrate hier oben bedeutet halt einfach, dass diese Festung immer wieder kommende Angriffe von verschiedenen Fraktionen sehr, sehr gut eigentlich standhalten kann. Problem ist halt, du hast sie nicht von Anfang an, wo du sie bräuchtest. Und später brauchst du sie nicht mehr. Das ist halt so eine nice to have. Oder wirst sie in der Regel nicht mehr brauchen. Ich sage jetzt nicht, dass man sie gar nicht mehr braucht, aber in der Regel wird man sie nicht mehr brauchen, weil dann auch die eigenen Kämpfer einfach zu gut werden mit der Zeit. Gott, braucht das Reikland Lanne. Die sind einfach zu mächtig und zu groß. Ich frage mich halt echt, wie die das machen. Welcome, friends of the Dowie. Nein, ich werde jetzt hier keine weiteren Kriege machen. Ihr Vögel hier. Ich weiß nicht, was euch reitet, aber ich werde das nicht tun. So. Roll verzeichnet. Wendi Tangklaue. Warum sollte Tang eine Klaue haben? Ich denke am besten gar nicht drüber nach. So, das da kommt noch rein. Ja, und unter diesen Umständen würde ich auch tatsächlich hier die Grenzläufe noch reinmachen, wegen der reduzierten Bewegungsreichweite für die Gegner. So, und ansonsten müssen wir jetzt hier natürlich. Moment, ich schaue hier gerade eben nochmal nach. Bist du jetzt endlich? Wow. Wir können hier endlich nochmal was bauen. Das will ich nicht bauen. Das hier ist ausgebaut. Der Düsterberg kann noch Dinge bauen, aber ich möchte nicht. Ich mache jetzt das, was ich die ganze Zeit nicht tun wollte. Ich werde jetzt hier einfach wirklich das Monument des Grimm, den noch mein Karas a Karak bauen. Und wenn es dann nicht klappt, Leute, dann klappt es gar nicht. Dann klappt es schlicht gar nicht. Dann können wir es vergessen. Ich nehme jetzt noch ganz, ganz schnell den Nibelberg.
der rein rechtlich uns gehören sollte. Und er ist jetzt auch noch ein überlegener Angreifer dadurch geworden. Ausgezeichnet. Todesklamm nehmen wir auch noch. Und zwar auch noch jetzt hier in dieser Folge. Ja, und damit haben wir die Provinz gesichert. Gut. Damit verabschiede ich mich aus der Folge, liebe Leute. Bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, tschüss und ade.